Cecilia Yates. Bei uns werden Sie zwei Dinge lernen, Massage und den Einsatz von Aromatherapieölen. Wussten Sie, dass aromatische Öle schon vor etwa 6000 Jahren eingesetzt wurden? Schon die Inder setzten Öle zu medizinischen Zwecken ein und auch in Ägypten waren sie bekannt. Königin Kleopatra mischte aromatische Öle in ihre Kosmetiktiegel. Man verwendete diese Öle aber auch, um die Pharaonen einzubalsamieren. Hippokrates, der Vater der Medizin, sagte, wer gesund leben möchte, sollte duftende Bäder in aromatischen Wässerchen nehmen und sich täglich mit aromatischen Ölen massieren lassen. Klingt doch verlockend, nicht wahr? Der Einsatz von aromatischen Ölen mit Massage ist also schon seit langer Zeit bekannt. Da dies heute wieder sehr beliebt geworden ist, haben wir Ihnen zu diesem Thema einen kompletten Aromatherapiekurs zusammengestellt. Viel Spaß wünsche ich Ihnen. Aromatische Öle werden aus Blumen, Bäumen und Gräsern gewonnen. Wegen ihrer komplexen Beschaffenheit ist es sehr wichtig, nur ganz reine Öle zu verwenden. Aromatische Öle sind nicht fettend, sondern haben die Beschaffenheit von Wasser oder Alkohol. Wegen ihrer starken Wirkung können die meisten nicht direkt auf die Haut aufgetragen werden. Stattdessen muss man sie mit einem geeigneten, kaltgepressten Öl wie etwa Aprikosenöl, Avocado oder Mandelöl mischen. Diese Öle nennt man Träger oder Basisöle. Der intensive Duft des aromatischen Öls wird nicht von ihnen überlagert. Wie man diese Öle bei der Massage einsetzt, zeigt Ihnen unsere Expertin Francesca Witherby, Aromatherapeutin und Masseurin mit über 10 Jahren Erfahrung. Francesca, wir haben hier eine große Auswahl von Ölen. Doch die Frage ist, wie mischt man sie? Also das Auswählen und Mischen von aromatischen Ölen ist einfacher, als Sie denken. Ich verwende meist nur 2 oder 3 Öle miteinander, denn auf diese Weise gerät man nicht durcheinander und vertut sich nicht mit zu vielen Düften beim Mischen. Bevor Sie nun aber mit dem Mischen beginnen, sollten Sie erst einmal intensiv an jedem Fläschchen riechen und auf die Beschriftung blicken. So verankert sich der Geruch im Gedächtnis.